Die Handgriffe sitzen. Gabriele Hamel ist Cheffloristin im Blumenladen Stellingen. Bis zu 40 Sträuße bindet sie an guten Tagen. Dazwischen Bestellungen annehmen, Kunden bedienen. Ich hätte gerne einen Strauß fürs Gab. Jawohl. Einen Strauß. Ja, mal gucken, ob wir da was Schönes für Sie finden. Ja. Na? Ein so ein Bund und ein. Das ist ein so ein Tuff immer. Ach so, ja. Na, oder was? Ja. Wollen wir sonst da noch da eine sonst zunehmen? Nee. Die? Gut. Der kleine Blumenladen leuchtet in allen Farben, auch jetzt im Winter. Hier treffen Anfang und Ende aufeinander. Hochzeitssträuße und Blumen für eine Beerdigung. Tschüss, einen schönen Tag. Das geht einem auch oftmals nahe. Nicht? Also Sterben ist immer zu früh, auch wenn einige sagen, er hat ein langes, erfülltes Leben. Wenn es natürlich besondere Schicksale sind, dann nimmt man das schon. Denkt man lange drüber nach. Und auch am nächsten Tag und auch beim Arbeiten, das ist so. Das lässt einen nicht kalt, muss man so sagen. Genauso freut man sich eben mit einer Braut, wenn man an diesem Ganzen teilhaben darf. Die sind dann immer ein bisschen hibbelig und aufgeregt und bestellen ganz früh schon. Und je dichter die Hochzeit kommt, desto mehr Änderungen werden noch vorgenommen. Ich habe noch dies gesehen, ich habe noch das gesehen. Das ist dann einfach so ein bisschen lustiger. So, aber ich könnte nicht sagen, was ich lieber mache. Das Geschäft läuft gut. Der Umsatz stimmt. Oft geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Tschüss! Das ist aber nicht immer so gewesen. Oh, 25, 30 und 20 sind 50. Jawohl. Bitte schön. Der Laden ist ja umgezogen. Wir waren ja erst 30 Meter in die andere Richtung. Und da war das so direkt am Friedhofsgelände dran. Also für die Kunden sah es so aus, als wenn es auf dem Friedhof ist. Und unsere jüngere Kundschaft, die hatte da tatsächlich große Berührungsängste. Der Blumenladen ist im Gebäude der Friedhofsverwaltung Stellingen untergebracht. Daniel Klant ist der Chef vom Ganzen. Er leitet Friedhof, Gärtnerei und den Blumenladen. Und das hier auch rausmachen. Das finde ich gerade lustig. Der Friedhof gehört zur Kirchengemeinde Stellingen, ist einer von knapp 60 kirchlichen Friedhöfen im Hamburger Raum. 7 Hektar groß. 11.000 Gräber. Und direkt daneben der alte Laden, ein ausgebautes Einfamilienhaus. Der Laden, der atmet Geschichte, der ist halt wirklich schon in die Jahre gekommen. Man sieht überall so, Spuren der Arbeit. Die Decke, die ist so, also gewöhnungsbedürftig. Der alte Laden wird aufgegeben. Der neue muss aber erst renoviert werden. Alle Mitarbeiter und der Chef packen mit an. Hier sieht man so ein bisschen, wie wir die Malerarbeiten vorbereiten. Ja, das war schon ein Stück Arbeit. Ja. Arbeit, die sich gelohnt hat. Der jetzige Laden steht vor dem Friedhof, wirkt einladend, hat sogar ein eigenes Haustier. Und viele Stammkunden. Ich habe kein Grünzeug. Okay. Ich mache mir einen Strauß für meine puckelige Verwandtschaft. Okay. Der muss gut aussehen, darf nichts kosten und nur einen halben Tag haben. Ja, das ist so einer von unseren ganz lustigen Kunden. Also er ist immer sehr, sehr lustig, aber er weint auch sehr viel. Da muss man auch immer hin und her springen können. Die ersten Male kam ich da gar nicht mehr klar, da wusste ich nicht, was los ist. Und bin ich erstmal los und habe ihm Wasser geholt. Und da muss man auch drauf eingehen, dass der auch mal in den Arm genommen wird oder sich da einen Augenblick hinsetzt. Aber das wissen unsere Kunden eben auch. Das können die hier auch machen. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche uns hier immer noch so ein bisschen mit Tante Emma Laden. Wir wollen zwar ein schöner, moderner Blumenladen sein, aber irgendwie ist es hier noch so sehr familiär. In Stellingen scheint beides möglich. Und vielleicht ist familiär auch das neue Modern.